So, wir sind gleich am höchsten Punkt. Ja, mehr wird's nicht mehr. Einmal den Schleim. Speichern wir. Ich werde jetzt keinen Ausstieg machen. Das wäre, glaube ich, nicht so sinnvoll. Können wir mal einen Fallschirm können wir auswerfen? Dass der schon mal ein bisschen bremsen kann. Wir nehmen trotzdem noch ein bisschen Speed auf. Die 200 haben wir schon drauf. Da waren wir schon mal langsamer unterwegs. Bei 5000. Na, na, wir bleiben bei 210, das ist alles gut. Ja, ich weiß. Man kann auch da hinten also hier den Button anklicken und dann hat sich's. Ein EFA-Bericht, der geht natürlich wahrscheinlich jetzt nicht. Nee, geht nicht. Dazu hätte ich ja aussteigen müssen. So, Schirmchen geht auf. Und wir bremsen schön soft runter. Naja, mehr oder minder. So, wir erhöhen mal die Zeit. Ja, sind sauber gelandet. Dann steigen wir kurz auf. Ups, zu nah rangescrollt. Einen Bericht soll ich machen. Und den senden am besten. Ah, keine Zusatzübertragung. Gespeicherte Daten. Kann ich mir den, naja, den Bericht. Den behalte ich mir. Jetzt will ich an Bord gehen und der würde wahrscheinlich den Bericht fortwerfen, oder? Doof. Ich muss aber ins Fahrzeug rein. Den Schleim beobachten. Ich habe keinen Schleim mehr frei. Also war es das bisher. Dann gehen wir mal wieder. So, wir haben Forschung gekriegt. Den Schleim vom Boden, Crewbericht, den zweiten Schleim. Doch, das hat er gemacht. Crewbericht hat er gemacht. Okay. Einmal Eva. Okay, das hat auch geklappt. Bergung. Okay. So, jetzt haben wir natürlich Punkte bekommen und werden auch hier ein bisschen was einkaufen. Wir haben noch 31 Punkte. Oh ja. Fallschirme finde ich wichtig. Flügel und Käppchen. Ah, es reicht wieder mal für nix. 18, ich habe nur 16, okay. Dann eine Mission. Ich habe ja beide Missionen geschafft. Wenn ich erst die Berichte aus der Kapsel nehme. Aha, muss gleich nochmal gucken, Jimmy. Da bin ich noch ziemlich neu. So, was will er denn hier? Fallschirm. Aktiviere den Fallschirm über die Stufen, wenn es denn alle Testbedingungen erfüllt sind. Ich soll den Fallschirm testen. Das wäre sowas wie eben, ne? Ich teste das mal, ich nehme den mal. Dann, ich soll einen Booster testen. Den Booster Hammer. Bedingung ist, ich muss auf dem Startplatz sein und auf Körbel. Das nehmen wir mal mit. Das machen wir gleich mal als erstes, weil das ist, da brauche ich nicht viel für. Ah, ich werde zum Körbel. Ich liebe das. Sehr geil. Oh, Temperatur ist dazugekommen. Nehmen wir. Am besten zwei.
Und ein Barometer, auch zwei, komm. Ich glaube, diese Forschungsdimme kann nur ein Forscher wieder reaktivieren. Ich meine, das wäre so gewesen. So, jetzt haben wir ein paar Sachen gekriegt. Was ist denn unsere Aufgabe? Wir wollten... Na? Den Hammer testen. Welcher ist denn das? Hammer ist der hier, der große. Mhm. Und der Fallschirm MK16. Ach, das ist der, den wir sowieso haben. Okay. Dann gehe ich jetzt erstmal raus, nehme den ganzen Treibstoff raus. Und drücke einfach auf Test. Dann müsste die Bedingung erfüllt sein. Ich weiß, es ist tot langweilig, aber so funktioniert es eben auch. Moin, Menedon, hi. Silvia? Nee. Silva. Ich sag mal Silva. Ich hätte ja Silvia so durchgelesen, aber Silva, glaube ich, ist es eher. Grüß dich, Silva. Silva. Okay, Silva. Ja. Und das ohne Alkohol. Yay. So, erstmal Atmosphärenscan machen wir. Speichern wir. Wir machen die Temperatur. Einen mysteriösen Schleim. Da haben wir noch was offen. Das gibt noch ein paar Pünktchen. Die nehmen wir mit. Und jetzt testen wir einfach. Test durchführen. Bäm. Und haben, hier oben leuchtet's, alle Sachen erfüllt. So, denn das war alles mit dem Hammer. Ich sollte nur einen Test durchführen. Das heißt ja nicht, dass ich... Pff, ne? Also, zack, zurück. Und dann haben wir so eine Aufgabe schon mal weggefächert. Wir brauchen ja Geld und Points. Und haben vielleicht jetzt auch ein paar Pünktchen. Haben wir. Zack, können uns neue Forschung leisten. Super, läuft. So, die eine Forschung ist weg. So, dann sollen wir... Haben wir nicht den Hammer getestet? Wir sollen nochmal den Hammer testen? Echt jetzt? Kann ich mir doch nicht vorstellen. Sollen wir nochmal den Hammer testen? Ist das nicht der? Das ist der Hammer. Dasselbe nochmal? Wegen mir. Also, Déjà-vu. Wir testen kurz den... Hab ich Treibstoff drin? Nichts drin. Test. Ja. Einmal Schleim nochmal. Jo, Christe. Wir schauen uns den Schleim an. Ja, er gibt noch ein paar Restpunkte, solange es noch angezeigt wird. So, jetzt ist gut. Also. Der setzt den Schleim wieder. Ah, die Berichte kann jeder nehmen. Ah, gut zu wissen. Alles klar. Vielen lieben Dank für die Info. Ja, ich hab wie gesagt nur drei Mods eigentlich großartig drin. Das ist der Kabel Engineer, ich habe die X-Science und Force-Science drin. Muss ich das denn, kann man das hier mal... Hä? In die Tonne? Ah, in die Tonne, okay. Erster Meilenstein, Raumfahrt und so weiter. Gut, gab alles Punkte. Also, das Ding kann weg. Ich muss mal kurz raus. Speichern und fortfahren. So. So, was haben wir denn jetzt? Wir haben noch aktiv diesen Test mit dem Fallschirm. Okay, da hätte ich gern so ein kleines Ding. Wir müssen einen Klopfer durchführen. Das ist der Booster, okay? Mhm.
Das, diese Beobachtung an einem bestimmten Punkt von Körbel, die habe ich alle, das raff ich nicht, wie man dahinter. Wahrscheinlich brauchst du dafür ein Flugzeug oder was, ich weiß es nicht. Entkomme aus der Atmosphäre. Entkopple. Schwenker. Okay, ich denke der Boost. Der Flow hier. Dann testen wir mal den Booster, ja. Hallo Kolos, hi. Ja, das ist natürlich nichts. So, also. Erstmal diesen Bremsfallschirm. Dazu hatten wir den kleinen gehabt. Den Flo. Zusätzliche Stufe. Da haben wir alles doppelt und dreifach drauf. Haben wir einen Sprengring? Nee. Doch, wir haben einen Entkoppler. Ah, wie schön. Okay, dann haben wir das schon mal. Wissenschaftler, da haben wir nichts Neues. Eine Antenne, dass wir auch mal was übertragen können, wäre ja auch ganz nice, oder? So. Hitzeschild können wir eigentlich schon gleich mit anbauen, damit wir das schon mal komplett haben. Ach, Flügelchen gibt's schon. Einfache Flossen. Brauchen wir jetzt bei dem ersten Ding nicht. Das ist eine Nutzlast. Das ist ja witzig, da könnten wir unsere Experimente reinpacken. Dann wären die nicht so instabil bei dem Flug. Ja, ihr seht's, wir sind schon hier am Rumbasteln. So, machen wir auf die Klappe. So, und da packen wir mal... Doppelt. Wir packen einfach mal zwei rein. Und genauso. Hätte ich gern zwei Thermometer drin. Und die Platine. Die heften wir einfach hier oben dran. So, dann haben wir nämlich alles untergebracht, bis auf die doofe Antenne. Die darf aber da bleiben. Ja, jetzt ist aerodynamischer. Peter Pan, hi. Im Look, alles klar. Aus dem Look, schnell mal rausgerufen. Ich bin auch da. Cool. Ja, hinfliegen und dann bis auf 500 Meter. Ja, witzig. Mit was denn? Mit dem Flugzeug oder was? Oder hier mit so einem Rakete? Muss ich dann auch noch so ungefähr die Richtung abschätzen? Oder wie soll das funktionieren? Ist mir zu tricky. Habe ich bisher noch keinerlei Erfahrung mitmachen können, ob das funktioniert oder so. So, wir machen ja erstmal das. So, und die Aufgabe ist, ich soll den Klopfer testen. Das machen wir danach. Jetzt erstmal das hier. Also ich soll in eine Flughöhe gehen. 4000 bis 10.000 Meter und eine Geschwindigkeit nicht über 170. Flugzeug ist leichter, naja. Mit Flugzeugen habe ich noch gar keine Erfahrung. So, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Okay, auf die Startpiste, hätte ich gesagt. Die Kunst, stilvoll abzustürzen. Oh ja. Oh Mann. So, so, wir haben jetzt keine Aufgaben gerade verfügbar an Vollschub. Und ich hätte gesagt, guten Flug. So, die Aufgabe lassen wir uns mal eingeblendet. Wir sind jetzt natürlich viel zu schnell. V
von der Höhe her passt es jetzt bis 10.000. Und sobald die Geschwindigkeit unter 170 ist, starten wir, bevor die Höhe über 10.000 ist. Bei 9.000 starte ich. So, hat funktioniert. Klar, hängt jetzt ein bisschen runter. Ah ja, Eva-Bericht. Oh, kann ich schnell aussteigen? Nee. Nein, okay, geht nicht. Schade. Das war ein Versuch. Den Schleim machen wir mal. Und wir machen, wenn wir noch tiefer gesunken sind, so ab 5000, machen wir auch nochmal einen Schleim, glaube ich. Oder na, wir heben den Schleim auf. Wer weiß, wo wir landen. Vielleicht ist das dann sinnvoller. Ach stimmt, Astronautenkomplex auf Level 2 machen, dann kann ich das, ja richtig, ich hab's auch wieder, okay. Okay, es darf sich entfaltet werden, hallo? Ui. Ist immer so ein Schreckmoment, ne? Finde ich jetzt gerade ein bisschen knapp, da sollten wir vielleicht ein bisschen auf Erhöhung gehen. Gut, das machen wir dann auch nochmal. Zeitsprung. Die Rakete ist irgendwo runtergekommen. Man sollte nicht, wenn man die Zeit vorgespult hat, auch mit vorgespulter Zeit landen, habe ich mir sagen lassen. Deswegen habe ich sie zurückgesetzt. Okay. So, kurz testen. Ich steige aus. So, und jetzt soll ich mir von der Kapsel Daten nehmen. Ich mache mal einen EVM-Bericht, da bringt überhaupt nichts. Und wieder an Bord gehen. Hoffentlich ist das kein Fehler gewesen. Ah, auf jeden Fall. Ach, der Alas gab genügend. Vor allen Dingen können wir uns jetzt auch mal Capture leisten. Und Entkoppler, das ist gut. So, ich hätte gesagt Wissenschaft über Wissenschaft. Akkus sind ganz wichtig auf dem Weg zur Solar. Also, ich habe 6,5 Forschung. Gut, dann machen wir gar nichts mit. Ja, nee, ich will jetzt erstmal so mit diesen Mods klarkommen. Ich will nicht zu viel Modden, nicht zu viel installieren. Dann lieber das. So, Mission. Wir haben jetzt noch den Booster-Test. Was haben wir neu? Die komischen Beobachtungen. Entkommen wir der Atmosphäre, das schaffen wir bestimmt. Da sollen wir noch einen Fallschirm testen. Höhe 3 bis 8.000 ist gar nicht so hoch. Das nehmen wir. Das dürfte doch dieselbe Rakete wie eben sein. Die war gar nicht so hoch gewesen. Nochmal kurz gucken. Und zwar müssen wir den MK2 testen. Das ist ein anderer Fallschirm. Genau, das ist der hier. Den backen wir mal einfach da dran. So schräg aus, ne? Als ob das überhaupt nicht passen würde. So sieht's besser aus. Neben der Antenne.